Hallo, herzlich willkommen zurück bei mir. Wir spielen weiter The Order. Man merkt, an manchen Stellen verlernt er echt das Rennen. Das ist ein bisschen nervig. Aber nun gut. Welche neuen Entwicklungen haben Sie für mich? Ein paar faszinierende Dinge, wenn ich sagen darf. Gibt's was Neues zu dem Ärger auf dem Grosvenor-Square? Die Polizei ermittelt. Und ermittelt. Lykana, vor der Haustür des Feindes Indian Company. Was halten Sie davon? Mayfair ist nicht mehr das, was es mal war. Erlauben Sie mir, ein paar meiner Experimente zu überprüfen. Solange schauen Sie sich um. Sehen Sie sich ruhig alles genau an. Aber vorsichtig. Nicola, wie geht es Ihrem Freund Edison denn so? Thomas und ich reden nicht miteinander. Der Mann ist ein Idiot. Zu glauben, dass wir diese Kommunikatoren mal benutzt haben. Ich komme gerade ein bisschen vor wie in der Werkstatt von Hellboy. Oder wie, oder was? Ist das hier eine Atombombe, oder was? Die Schweine. Erlauben kann man auch nicht. Sir Galahad. Bitte, hier entlang. Das hier könnte Sie interessieren. In diesem Gerät können Sie Edisons ineffizienten Gleichstrom in meinen überlegenen Wechselstrom umwandeln. Recht praktisch zum Überladen und Ausschalten bestimmter elektrischer Systeme. Eigentlich nur ein Vakuumröhrengleichrichter mit ein paar Messingklemmen, um das Design zu verbessern. Und ein Tragekoffer aus Leder. In jeder Röhre ist eine kleine Menge Quecksilber. Sobald es darin richtig ausgerichtet ist, ist das Gerät einsatzfähig. Versuchen Sie es. Das Quecksilber oszilliert mit dem Strom. Es muss präzise ausgerichtet sein. Ah, nächste. Sie erstaunen mich immer wieder, Nicola. Aha. Ich hätte gerne Ihre Meinung zu meiner neuen. Soll durchsteigen. Hier. Oh, schick. Scharfschützenkarabiner SX-84.
beeindruckend. Sie hatte nie mein Auge für Handwerk. Ich habe ihn mit einem Teleskopvisier ausgerüstet. Ideal für Distanzschüsse. Ich wäre geehrt, wenn Sie ihn testen würden. Mit Vergnügen. Guter Schuss. Ihr Können erstaunt mich immer wieder. Harter Rückstoß, aber im Rahmen. Ein Schalldämpfer würde ihn perfekt machen. Ich kümmere mich sofort darum. Und würden Sie gerne meine anderen Kinder kennenlernen? Verlockendes Angebot, aber ich muss zurück zu den anderen. Natürlich. Oh, das Monokula, das General Lafayette bestellt hat, liegt dort drüben auf dem Tisch. Er wird es bekommen. Wir gehen paarweise vor. Isabeau, du nimmst dir mit Lafayette die High Street von Süden vor. Galahad und ich kommen von Norden. Wieso geht der Franzose nicht mit Galahad? Mademoiselle misstraut meinen Absichten. Ich verspreche, die ritterliche Höflichkeit stets zu wahren. Ich hätte gern jemand mit etwas mehr Erfahrung, der mir den Rücken frei hält. Ich dachte, du brauchst keinen Aufpasser. Na gut. Sie gehen mit Galahad. Mademoiselle, erlaubt mir vielleicht eines Tages mein Können zu zeigen. Eines Tages. Denk dran, wir betreten das Gebiet der Rebellen. Denen wird unser Eindringen in Whitechapel nicht recht sein. Nach unserer Entdeckung in Mayfair sollte das Royal Hospital unser Ziel sein. Seltsam, dass die Lykaner ihr Unterschlupf finden, nicht wahr, Monsieur? Glaubst du wirklich, dass die Rebellen mit den Halbblütern kollaborieren? Der Lord Kanzler ist davon überzeugt. Ich habe meine Zweifel. Vertrauen Sie irgendwem, mon General? Nimm niemals hin. Stell immer Fragen. Mein Motto seit Jahrhunderten. Passt auf euch auf, alle. Dies wird kein leichter Gang. Geldschuhe. Ein Hort von Taschendieben, Kollaborateuren und Zuhältern. Früher war das einmal ganz anders. Da stand eine Kapelle. Ein Rückzugsort für Reisende. Na gut, dann mal los. Das war sogar vor meiner Zeit. Oh, sieht immer noch atemberaubend aus, oder? Tja, man kann Whitechapel riechen, bevor man es sieht. Wir treffen uns beim Krankenhaus. Pass auf dich auf. Verstanden. Oh, was muss ich mit dem schwulen, schwulen Franzosen? Die Asche ist noch warm. Richtige Meuchelei hier. Er blutet wie ein Angeschmack.
das Schwein! Sieht nicht gut aus. Der ist fertig. Bleib unten, dummer Penner! Ach so. Eurem Schweiß! Eurem Blut! Und wie zeigt uns unsere geliebte Königin ihre Aufmerksamkeit, Unsterblichen? Indem sie ihre Ritter ausschickt, um unsere Heimat im Namen von Gesetz und Ordnung zu schänden. Wo ist das Gesetz, frage ich euch. Ich sage euch wo. Tot und begraben. Und wo kein Gesetz ist, müssen die Leute aufstehen. Aufstehen und kämpfen. Und ihr Recht zurückholen. Gehen wir. Oh, aufgeflogen. Schnell weg. Sie sagen euch, England macht Fortschritte. Was hat euch der Fortschritt gebracht? Abscheuliche Zwang. Ich weiß es nicht. Ich schwöre. Lange Stunden Fabriken für einen Hungerlohn. Deinetwegen ist sie tot. Brech den Arm, los. Penner, der war schuld. Alles in Ordnung, Sie müssen keine Angst haben. Wie hätte ich wissen sollen, dass er der Ripper war? Er war ein Typ wie jeder andere. Er hat letzte Nacht wieder getötet? Ich wusste es nicht. Ich wusste es nicht. Keine Sorge. Sie sind in Sicherheit. Jack Ripper oder was? Wir sollten durch diese Tür gehen. Was, soll ich hier einen kleinen Blick hinwerfen? Siehst du? Wenn ich das durchlesen möchte, kann Pause drücken. Ich möchte nicht.